Hallo und willkommen zurück zu Let's Play in Lego Indiana Jones, die legendären Abenteuer. Und wir gehen direkt ins nächste Level, und zwar Level oder Kapitel 2 aus dem zweiten Film, und da haben wir schon fast alles. Pankow-Geheimnis. Also wenn wir den Rest jetzt sehr schnell kriegen. Oh, er hat die Panzerfaust. Nice. Wenn wir den Rest, den wir jetzt noch brauchen, sehr schnell kriegen, werde ich das Level abkürzen. Ja, es sieht so aus, als würden wir das sehr schnell kriegen. Ja, es sieht so aus, als würden wir es einfach sehr schnell kriegen. Ach, das ist da hinten. Einmal mit ein paar Schlangen platt hier. So. Ach, das müssen wir mit dem Elefant auf. Ja, ja, stimmt. Da war was. Müssen wir ja mit dem Elefant nehmen. Die Musik hört sich so ein bisschen wie aus Papers, Please an. So. War hier noch was Interessantes? Außer einem Schatz. Ich weiß halt gerade nicht, wo wir die rote Kiste herkriegen. Geht weg. Geht weg. Okay, ne, hier ist nur ein Schatz gewesen. Oh, aber auch viele Stats, die nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Wir brauchen ja immerhin 4 Millionen. Oh, verdammt. Schön aufs Floß, da tun sie uns nichts. Ich kann ja hier... Wo ist denn der andere? Hä? Wo ist mein Mitspieler? Wo ist die KI schon wieder hin? Oh. Das ist, Wo ist denn die KI? Ich kann nicht dahin wechseln, das ist das Schlimme. Das lässt mich ratlos, hier stehen. Wo ist Indy? Müssen wir erst unsere KI hier suchen. Die ist so nutzlos. Anstatt die einfach mit einem anderen Elefanten mit rüberkommt, ne? Nein, warum auch? So, ich denke mal, da brauchen wir einen Elefanten für. Bin mir aber nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ah, wir müssen die Scheiße doch haben. Er geht unter, ey. Ah, ja, nein. Ja, komm, hau ihn weg. Danke. Jetzt kannst du endlich ausgraben. So. Oh, die kommen mit. Erfreulich. Letztes Mal sind sie, glaube ich, hinten geblieben, oder? So. Sehr schön. Gib dem Affen einfach seine dämliche Banane. Na komm, wirf runter, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Eigentlich schon, aber wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So. Gut, dass er so schnell ist. Ah, man macht ihn ins Hemd. Ach stimmt, das war hier, wo wir die Schaufel brauchten, aber die nicht hatten. Sad life, ey. Wir hätten ja einfach die komplette Reliquie schon im
normalen Durchlauf haben können, wenn man sich nicht dumm anstellt. Beziehungsweise wenn man es vorher vielleicht gewusst hätte. Dann hätte ich es natürlich gehabt. So, nehme ich mal ihn, weil der Indie kackt sich hier nur wieder ein. Elefanten sind sehr gut. Ich mag diese Tiere. Oh Gott. Nimm doch einfach einen anderen Mensch. Nimm doch einfach einen anderen. So, haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier oben ist das Paket. Und ich weiß nicht, ob hier noch eine Anspielung auf Star Wars kommt. Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt jedes Level dann nochmal durchspiele, wenn ich jetzt am Anfang schon bin und die ganzen Sachen schon hab, ja, nee. Aber die... What? Okay. Wo ist hier die... So. Wunderbar. Wo ist die Kiste? Gib mir die Kiste, Mensch. Ja, hör auf zu knarren, Stuhl, bitte. Ich weiß, du musst viel aushalten, aber... Hier ist die Kiste nicht. Doch, hier. Nee, doch. Könnte sein. Nee, da ist der Schlüssel. Ah, geh weg. So. Nehmen wir alles auseinander, Junge. Ich hasse euch. Komm her. Du auch. Wo müssen wir mit der Kiste hin? Okay. Ach, das ist... Ah, okay. Ich dachte, es wäre ein Spielfehler. Es fehlt einfach nur ein Teil. Ja, es sieht aber echt so aus, als wäre es ein Spielfehler, ey. Gott. Das ist dämlich. Ach, das ist nur so ein Hebel. Ich dachte, das müssen wir noch reparieren. Dann wollen wir mal hier den, das Päckchen mitnehmen. Wo ist es? Da. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, ne? Oh Mann, das ist jetzt nervig. Ich hoffe, das kommt hier gleich, die Kiste. Super. Ist gut gemacht. Ja, hier ist sie nicht. Ach Mann. Wieso müssen wir jetzt die ganze Kacke da rumtragen? Ah, hier ist doch eine Tucci-Statue, oder? Oh Mann, ey. Ja, wir haben einfach alles weg. Ist doch schon in Ordnung. Ach Mann. Das ist nervig, weil er ist so langsam mit der Kiste, ey. Ach ja. Schön, dass den Entwicklern hier anscheinend die Ideen ausgegangen sind und man einfach die Kiste jetzt dumm hier rumtragen muss. Er wirft die natürlich einfach wieder wie der letzte Dreck weg. So. Lass mich raten, das Bild geht hoch. Jawohl. Nice. Nehmen wir noch mit. Ich wusste gar nicht mehr, dass es da war, aber nehmen wir noch mit. Ja, ich glaube, hier gibt es keinen Star Wars Easter Egg. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann holen wir es natürlich. Oh, Geld aus Dung. Heißt, wir können mit dem Elefanten kacken und dann kriegen wir Kohle, wie bei Star Wars halt. Ungefähr exakt so wie bei Star Wars. Gibt auch nochmal Fett, Geld. Also mal eine kürzere Folge, würde ich sagen, oder? Die ist mal kürzer. Wir gucken natürlich nochmal hier die Kiste an. Holen das auch direkt, weil... Ja,
Scheiß drauf, das wird wieder irgendwie 10.000 oder so kosten. Ja, doch 70.000, aber scheiß drauf. So, Geld aus Dung. Toller Name übrigens. So, dann gucken wir noch die Reliquie an. Und danach würde ich sagen... Ach komm, geh. Danach würde ich sagen... Haben wir eine kurze Folge gehabt. Kommt auch mal vor. Panko-Reliquie, ein Elefant. So. Ja, das war sie, die Panko-Reliquie. Stand nicht mal irgendwie drauf, so Elfenbein, Elefant oder sowas. Okay, wahrscheinlich hätten sie es nicht mehr machen dürfen, weil Elfenbein ist, ne? Gehört den Elefanten und daraus macht man nichts. Ja, aber ich würde da mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.